6,3 Liter Hubraum in einem V8 Saugmotor. Mit diesem Triebwerk ballert das neue C63 AMG Coupé von Mercedes voran. Die sportlichste Karosserievariante der C-Klasse wird mit dem kraftvollsten Triebwerk der Modellreihe kombiniert. Heraus kommt ein durch und durch athletisches Auto. Das Coupé der C-Klasse ist gut 4 cm flacher als die Limousine oder der T-Modell genannte Kombi. Deshalb ist die Frontscheibe des Zweitürers stärker geneigt und lässt ihn noch schnittiger wirken. Die AMG-Version unterscheidet sich von ihren schwächeren Modellgeschwistern durch eine Frontschürze mit gierig großen Luftöffnungen, eine schwarz lackierte Querstrebe, eine dezente Abrisskante am Heck und einen Diffusor, unter dem die beiden Doppelendrohre hervorlugen. In Sachen Fahrwerk haben sich die AMG-Ingenieure richtig reingekniet. Eine breitere Spur und mehr negativer Sturz optimieren die Kurvenperformance. Vorne wurde die Spur um 36 mm verbreitert, hinten um 12 mm. Außerdem ist nun die vordere Radführung um 100% steifer und auch die Stabilisatoren rundum wurden massiver ausgeführt. In zackig gefahrenen Rennkurven gibt es kein Wanken, trotzdem reicht der Komfort auch für die lange Reise. Der bekannte 457 PS Motor gluckst und gurgelt beim Beschleunigen. In 4,4 Sekunden ist Tempo 100 erreicht. Mit dem 3.213 Euro teuren AMG Drivers Package wird erst bei 280 km/h abgeregelt, serienmäßig ist bei 250 km/h Schluss. Das neue Multi-Clutch Technology Automatikgetriebe hilft bei der Performance und beim Spritsparen. Dafür wird der klassische Drehmomentenwandler durch eine nasse Anfahrkupplung ersetzt. Über die Stellungen C für Controlled Efficiency, S für Sport, S Plus für Sport Plus und M für Manuell lässt sich das Schaltverhalten des Sportgetriebes per Drehschalter einstellen. In S Plus und im manuellen Modus M wird ein Gangwechsel in 100 Millisekunden abgerissen. Und noch eine Dauermotivation hat das Getriebe für den Fahrer parat. Beim Runterschalten gluckst ein automatischer Zwischengasstoß aus den Auspuffenden. Das neue Mercedes C63 AMG Coupé ist ab 72.590 Euro zu haben.